Ich begrüße euch heute Morgen aus Aceh. Ein wunderschöner kleiner Ort mit weiß getünchten Häusern, wie man den hier in der Region kennt. Aceh hat rund 400 Einwohner, liegt super schön in der Sierra Tejeda. Den Wanderweg, den wir heute gehen, den haben sie jetzt neu angelegt, zumindest zum Teil. Der Einstieg ist neu, aber sehr, sehr schön. Sendero Los Molinos Rio Turia. Ja, wir nehmen euch mit. Was heißt wir? Diesmal ist mein Bruder dabei. Er besucht mich, er ist 3 Wochen hier unten. Die Wanderung führte uns zunächst über eine sehr schöne und neu angelegte Wegstrecke sanft bergauf. Über den alten Wassergraben hat man kurzerhand ein Gitterrost gelegt und so ist eine spektakuläre Wegführung entstanden. An dieser Stelle haben wir jetzt den eigentlichen Wanderweg verlassen und laufen ein kurzes Stück auf dem überregionalen Wanderweg, dem GR 249, entlang. Ich bin hingegangen und habe, damit die Strecke so ein bisschen aufgepimpt wird, mir eine neue Wegführung gesucht. Hier kann man sehr schön die Serpentinen erkennen, die uns steil nach oben über den Berg führen werden. Wo es den Berg hinauf geht, geht es natürlich den Berg auch wieder hinunter und auf den ausgetretenen Pfaden erreichen wir nach einem längeren Abstieg den Rio Turia wieder. Den überqueren wir und kommen anschließend zu unserem Pausenplatz, der wunderschön neben der Strecke angelegt wurde. Problem ist, wenn man den Trek nicht hat, findet man diese schöne Stelle nicht. Ja, liebe Freunde, wir sind an unserem Pausenplatz, machen jetzt die Brotzeit. Jetzt seht ihr auch meinen Bruder von vorne. Den habt ihr ja bis jetzt immer nur
von hinten oder von der Seite gesehen. Also wir haben jetzt eine schöne Wanderung bisher gemacht, war super, ne? Wie war der Weg? Sehr anstrengend, aber schön. Und halt eben Geröll und so, muss schon trittsicher sein. Ja gut, das ist hier in der Region, ist das halt so. Aber wir haben auch ein Bombenwetter erwischt. Ja, also Wetter ist super. Also die letzten Tage sowieso, also bombisch. Ja. Ja, also wir machen jetzt ein Päuschen, wir essen was. Wir haben hier Salat, Butterbrot, Ei. Oh, hier, Süßigkeiten für ihn, nicht für mich. Und dann lassen wir uns jetzt gut gehen. Nach der Mittagspause ging es zuerst wieder hinauf bis an den Ortsrand von Canillas de Albaida, bevor wir dann wieder in Serpentinen runter zum Rio Tuvia gelangten bzw. zur Puente Romano. Einen Höhepunkt hat die Wanderung noch für uns bereitgehalten. Wir kamen an den Resten der ehemaligen Molino Matthias vorbei. Diese Mühle Matthias hat in den vergangenen Jahrzehnten hier Strom erzeugt und die ganze Region, so 5-6 Orte hier in der Region, mit Strom versorgt. Wir kommen jetzt noch am Cementario vorbei, da werfen wir noch mal einen Blick rein, damit ihr den auch mal gesehen habt, wie die Spanier ihre Toten beerdigen. Die Wanderung neigt sich dem Ende und wir haben ca. 8 Kilometer mit 300 Höhenmeter hinter uns gebracht. Und jetzt muss ich mal meinen Bruder fragen, und wie hat es dir gefallen? Sehr schön, super Weg. Ganz toll, hat mir super gut gefallen. Wir kommen gerne wieder. Das hört man doch gerne. Und wir werden jetzt noch ein paar Bilder hier aus dem Ort machen, wo wir sind, hier in Arche. Und damit geht dann dieser schöne Tag wieder zu Ende. Hier könnt ihr euch die Wanderung noch einmal aus der Vogelperspektive anschauen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Video.